Hallöchen ihr Lieben zu unserem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen das Horror Point and Click Adventure Franbo, dessen Demo wir bereits so vor anderthalb, zwei Jahren hier auf dem Channel gespielt hatten und das wirklich so vielversprechend war, dass ich jetzt einfach nur mich mega auf dieses Spiel freue. Das Ganze wurde entwickelt von Kill Monday Games und wurde damals durch eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne vorangetrieben. Und schon, ja, dieses Menü, wie ihr seht, Fran folgt uns mit ihren Augen. Es ist einfach super detailliert und süß und ich kann es kaum erwarten zu starten und drücke deswegen einfach mal auf Neues Spiel. Und es hat eine Autosave-Funktion. Oh, mag ich eigentlich nicht so. Für LPs ist das immer eine gefährliche Sache, weil wenn dann irgendwas abstürzt oder so und dann hat es automatisch gespeichert, dann muss man von neuem spielen, aber... Alles ist in Ordnung. Es ist einfach himmlisch. Ich sehe meine Eltern. Sie sehen glücklich aus. Sie haben ein Geschenk für mich. Was könnte es sein? Eine Katze! So süß und hübsch. Schwarz wie die tiefste Nacht. Es ist Mr. Midnight. Mein bester Freund. Mein einziger Freund. Wir essen zu Abend und Tante Grace ist auch da. Ich mag sie wirklich sehr. Es ist Freitag. Meine Eltern gehen aus. Tante Grace passt gut auf mich auf. Wir haben so viel Spaß. Es ist Montagabend. Ich spiele mit Mr. Midnight. Aber irgendetwas fühlt sich falsch an. Eine seltsame Kreatur vor meinem Fenster. Ich mag sie nicht. Sie macht mir Angst. Plötzlich höre ich etwas. Es ist Mama. Sie schreit. Ich will wissen, was los ist. Ein helles Licht scheint aus dem Zimmer meiner Eltern. Ich gehe näher ran. Und noch näher. Mama? Papa? Bitte nicht. Oh Gott. Mami? Papi? Das ist krass, ja. Oh Gott. Arme Fran. Zum Glück ist Mr. Midnight noch da. Aber Mr. Midnight muss mitkommen. Fran, bitte folge meiner Stimme. Ich zähle bis drei, dann wachst du auf. Eins. Zwei. Drei. Fran, wie fühlst du dich? Mir geht's gut, glaube ich. Fühle mich, als ob ich sterbe. Ich glaube, es geht dir schlecht danach. Sehr schlecht. Ich fühle mich, als ob ich sterbe. Ich verstehe nicht, warum ich das tun soll. Versuch dich zu beruhigen. Das ist Teil deiner Genesung. Genesung? Verstehen Sie nicht? Meine Eltern sind tot. Oh, du armes Ding. Alles wird besser werden, versprochen. Besser? Dann lassen Sie mich gehen. Das wäre besser. Du solltest mir nicht sagen, wie ich meinen Job zu tun habe. Aber jetzt habe ich etwas für dich, Fran. Was ist es? Oh, wirklich? Ich nehme das. Was ist es? Siehst du den Tisch? Da ist ein kleines Paket für dich.
Es ist von Tante Grace. Nimm es. Okay, dann nehme ich es mal. Das war die Geldbörse meiner Mutter. Mach sie auf. Da ist etwas drin. Untersuchen. Liebste Fran, hier ist die Geldbörse, die du so gerne magst. Ich dachte, du würdest sie gerne haben wollen. Als ich an dich gedacht habe, habe ich mich erinnert, dass du gerne Dinge untersuchst und sie miteinander kombinierst. Ich hoffe, du wirst diese Geldbörse für immer behalten und benutzt sie und die Dinge, die du hineintust, gut. Vergiss niemals, dass die Kreativität die absolut größte Gabe ist, die du besitzt. In Liebe, Tante Grace. Sie macht sich Sorgen um dich. Ich mache mir auch Sorgen. Weil ich nicht verrückt, aber immer noch hier bin. Hör auf, du bist außer Kontrolle, junge Dame. Hab das alles so satt oder kann ich jetzt gehen? Ich habe das alles so satt, ich will nur auf mein Zimmer. Ja, du kannst gehen, aber bevor du das tust, ist es Zeit für deine Medizin. Welche Medizin? Keine Medizin mehr. Ich will keine Medizin mehr ausprobieren. Sie heißt Duotin und du wirst dadurch ganz ruhig. Schwester, wir sind bereit. Gibt es etwas Neues, Dr. Dern? Nein, nichts. Die gleichen Visionen wie vorher. Oh, verstehe. Hier, Fran, nimm deine Medizin. Okay, ich glaube, ich habe keine Wahl. Also nehmen wir sie. Ich fühle mich nicht gut. Oh Gott, das ist so krass. Dieses Spiel ist echt so krass. Oh nein, bringen Sie sie zurück auf Ihr Zimmer. Und Schwester, lassen Sie sie die nie mehr nehmen. Ja, also das ist mal eine krasse Medizin. Die macht nämlich alles nur schlimmer. Also bis jetzt war es, glaube ich, sehr ähnlich. Oh, wie die Alpha-Demo damals. Pass auf, Franbo. Wenn du das Haus des Wahnsinns verlässt, werde ich dich jagen, dich fangen und dich zurück in den Wahnsinn treiben. Fran, wach auf! Die Medizin hilft dir zu fliehen. Ich warte im Wald auf dich. Ich liebe dich. Oh, ich mag Mr. Midnight. Hoffentlich können wir ihn wiederfinden. Kapitel 1. Mein nüchterner Tag. Bin schon gespannt, ob sich an den Rätseln was verändert hat. Das ist so geil gemalt. Ich liebe das. Muss ich jetzt schon was drücken? Ja, ich muss sie, glaube ich, aufwecken quasi. Ich bin immer noch da. Scheußlicher Ort. Ich muss hier raus. Okay, was... Ah, ich glaube, dann laufen wir weiter, meine ich mich zu erinnern. Hier haben wir auf jeden Fall die Tasche, aber da ist jetzt nichts mehr drin. So, dann untersuchen wir mal alles gut. Abgeschlossen. Ein guter Grund, neugierig zu werden. Ich schnapp mir deine Nase. Ich krieg sie schon. Bist du ein fröhlicher Clown? Kannst du mich zum Lachen bringen? Es fällt mir schwer, wieder zu lachen. Cool, also mehrmals klicken lohnt sich scheinbar. Sie sagt verschiedene Dinge. Ich sollte mir den Schlüssel dafür besorgen. Immer noch abgeschlossen. Okay, dreimal, glaube ich. Könnte sein, dass es immer dreimal ist. Fall, eine lange Nummer. Franbo Dagenhart, 10, weiblich. Geschichte. Die Patientin wurde in der Nähe der Oswald-Anstalt gefunden und zeigte Anzeichen einer Psychose. Die Bo Dagenhart Familientragödie. Details werden vermieden. Behandlung? Dr. Marcel Dern hat verschiedene Formen der Medikation ausprobiert und alle wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Dokumentiert 25. Juli 1944. Okay, das ist ja ein Weilchen her, ne? Hoffentlich fällt mir das nicht auf den Kopf, während ich schlafe. Okay, das ist das Gleiche. Ich will nicht. Ich bin gerade erst aufgewacht. Unangenehme Albträume. Nein, danke. Hier sind jede Menge Zettel. Die sollten wir uns mal anschauen. Rot und klein, ihr versteckt euch vor mir. Ach, die Pillen, glaube ich.
Ich hasse das Monster. Ich muss Mr. Midnight finden. Ich muss ihn jetzt finden. Ich vermisse mein Kätzchen. Er versteckt sich, weil er Angst hat. Er hat gesagt, die Medizin zeigt mir, wo er ist. Oh Mann, ich vermisse dich so sehr. Ich werde dich finden, Mr. Midnight, versprochen. Hab keine Angst, mein liebes Kätzchen, alles wird gut werden. Oh, so süß die beiden. Ich kann ja drum herum gehen und sehen, was auf der anderen Seite ist. Hier ist noch eine Spieluhr. Oh, süße, süße Melodie. Nochmal, la la la. Es tut genau dasselbe. Okay, dann gehen wir mal hier eins weiter. Oder wartet. Okay, weiß ich nicht. Okay, gehen wir erstmal links. Schauen wir mal hier. Meinen Beinen geht es gut. Ich bin nicht behindert. Okay. Das ist ja gruselig. Wieso ist das denn so mit Brettern verhangen? Nicht so leicht hier durchzusehen. Ist das der Spielplatz? Vielleicht hat schon jemand versucht, durch dieses Fenster zu springen. Oh je, ja, das kann gut sein. Ich glaube, das ist ja gruselig. Ihr Kleid ist hinten so zu, als wäre das so eine Zwangsjacke. Leere Flasche, leere Gläser, nichts Nützliches. Handtücher? Handtücher? Ich brauche keine Handtücher. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Okay, das scheint alles das Gleiche zu sein, auch was hier oben ist. Und da, das andere Fenster? Ich kann nicht durch das Fenster gucken. Ich glaube, die Aussicht ist dieselbe wie am Fenster daneben. Dann schauen wir hier nochmal. Ah, hier kann man durchschauen. Ah, der Spielplatz. Gute Nacht, Bäume und Mond. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine gute Fluchtmöglichkeit ist. Ich mag das Häschen-Schaukeldings. Da wird mir immer schwindelig. Das bin ich. So, okay, das war's, genau. So, dann reden wir doch mal mit ihr. Oh, ich will wissen, was sie schreibt. Ich bin neugierig. Ich denke, die Schwester würde mich nichts anfassen lassen. Ich weiß, dass die Schwestern die Medizin haben, aber wo? Okay. Hallo, Friend. Schön, dass du wach bist. Wie lange habe ich geschlafen? Danke. 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 Geh jetzt, ich arbeite. Was? Aber ich wollte mich ein bisschen unterhalten. Ich probiere mal das andere. Wie lange habe ich geschlafen? 3 Tage vielleicht? Was? Oh Gott. Ich sollte mein Kätzchen finden oder... Ich mach mal, war es die Medizin? War es die Medizin, die mich so müde gemacht hat? Ja, es war die Medizin. Darum wirst du sie nicht wieder nehmen. Kätzchen sagte es mir oder... Okay. Na gut. Da komme ich nicht weiter lang. Dann gucken wir erstmal hier rechts. Da ist ein kleines Schaukelpferdchen. Oh, Herr Holzpferd, hast du Spaß? Vor und zurück. Der Ritt unseres Lebens. Jeha! Ich hatte auch mal ein blaues Kleid wie du. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich bin auf einer geheimen Mission. Hier ist ein Teddy. Ich hoffe, dass dich jemand liebt. Nochmal hallo, Herr Teddy. Was haben wir da? Oh, oh, eine geheime Box. Psch. Okay, untersuchen. Eine hölzerne Kiste. Sie ist offen. Wie, sie ist offen? Kann ich sie dann benutzen? Ah, ein Schlüssel. Der wird sicher etwas öffnen. Ja, cool. Könnte für da drüben sein, für, ein Bett. Ein Bett, ein Bett. Was wollte ich denn sagen? Für unser Nachtschränkchen. Wenn ich mich hinsetze, stehe ich eh wieder auf. Also, was soll das? Sitzen oder nicht sitzen? Das ist hier die Frage. Okay, dann reden wir mal noch mit dem Jungen hier. Hallo, Phil. Hallo. Kennst du einen Ausweg? Wie geht's dir? Alle sagen, ich bin krank. Die sind einfach dumm. Muss Kätzchen finden. Tschüss. Nee, ich mach mal das hier. Das sagen sie immer. Sie sind einfach dumm. Gehst du heute Nacht? Wenn du mir hilfst, muss Kätzchen finden. Tschüss. Ja, wenn du mir hilfst. Das werde ich, wenn du mir hilfst. Alles, was ich weiß, ist, dass das Büro der Schlüssel ist. Drinnen ist ein Schlüssel? Ich gehe mal schauen. Tschüss, immer dieses Tschüss. Nee. Der Schlüssel? Ist ein Schlüssel im Büro? Ich sah, wie der Doktor einen geheimen Code notierte. Ein geheimer Code? Um die gelbe Tür zu öffnen?
Er will nicht, dass ich es dir sage. Wer? Er. Hui. Oh, krass. Alle Türen sind verschlossen. Du bist eine Gefangene meiner Spiele. Und niemand hilft dir zu fliehen. Okay. Lass mich in Ruhe. Ich hasse dich. Oh Gott, die Arme. Das ist echt krass. Mami, Papi, ich brauche euch gerade so sehr. Nein, ich lasse mich nicht von diesem Monster aufhalten. Nein, das tun wir auch nicht. So, ich hole mir jetzt erstmal den Schlüssel hier. Kombiniere kleine Schlüssel mit... Oder geht das automatisch? Jetzt muss ich mal gucken, wie das geht. Abgeschlossen. Benutzen. Ja, ja, ich hab's. Und da ist etwas drin. Wow, direkt zwei Sachen. Oh, ein Familienbild. Oh, meine liebe Familie. Ich werde es mit meinem Leben beschützen. Und das andere? Ah, damit könnten wir was aufbekommen. Meine Haarklammer. Ich sollte sie weise einsetzen. Okay, weise einsetzen. Hatte ich hier eigentlich schon... Oh, das hatte ich ganz vergessen. Oh, du liebe Zeit, etwas ist runtergefallen. Oh, ein praktischer Haken. Ich bewahre ihn auf, um später Piraten zu spielen. Guter Plan. Ein goldener Haken, der von den Vorhängen fiel. Turmwache. Wir haben hier eine verrückte... Achso, Turmwache. Wir haben hier eine verrückte Person namens Fran. Das denkt sie sich gerade, glaube ich. Oder war es Wachturm? Ich glaube jedenfalls, das ist der Ausweg. Ich glaube nicht, dass mein Kopf durch das Fenster passt. Ach klar, wenn du willst, passt da alles durch. Ich habe die Vorhänge kaputt gemacht. Jetzt kann ich rausgucken. Sehr schlau. So, Ja, hier, aber, Oh, wartet mal. Ach nee, das ist auch wieder das. Okay, dann schaue ich einmal hier drüben, würde ich sagen. Kann ich vielleicht damit dort etwas machen? An der Tür? Ich habe die noch gar nicht ausprobiert, fällt mir gerade auf. Oh, die Form ist nicht richtig. Abgeschlossen natürlich. Immer noch abgeschlossen. Wäre ich größer, könnte ich sie einreißen. Ja, klar. was ist aber hiermit? Ach so, nee, benutzen. Es passt. Aber da sind zwei Löcher. Ich brauche etwas anderes. Da sind zwei Löcher. Kann ich das mit dem hier kombinieren? Das klappt nicht. Okay. Was könnten wir denn machen? Lasst mich mal überlegen. Mit ihm habe ich alles besprochen, oder? Hast du schon den Code vom Doktor gefunden? Oh, mehr gibt's nicht zu sagen. Na gut. Jetzt mal kurz nachdenken. Wo könnte denn hier noch was sein? Oder hat das was damit zu tun? Das ist echt geil. Ich meine, ich glaube, der Anfang war fast gleich und trotzdem kann ich mich nicht erinnern. Nichts, natürlich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Also, wo könnte denn hier was sein? Meinen Beinen geht es gut. Viele Optionen habe ich hier ja nicht. Oh, Fran, du bist wach. Gut. Ja, ich weiß. Ich frage noch mal kurz, wie lange habe ich geschlafen? 3 Tage vielleicht? So viele Tage. Ich sollte mein Kätzchen suchen. Deine Katze ist wahrscheinlich tot, Mensch. Mädchen. Geh jetzt, ich arbeite. Oh, ich vergaß, etwas ist passiert. Siehst du, du bedeutest nichts als Ärger. Was ist los? Ah, verstehe, damit können wir sie jetzt ablenken. Ich wollte nach draußen sehen und habe die Vorhänge kaputt gemacht. Puh, aus Versehen, was? Ich muss das reparieren, folge mir. Ah, wartet kurz. Jetzt. Ja, ich bin neugierig, aber die Schwester ist noch im Raum. Aber jetzt. Es würde durchdrehen, wenn ich etwas anfassen würde. Ich werde besser mal mit ihr reden. Mensch, jetzt nimm das einfach. Jetzt muss ich echt zu ihr rüber. Etwas fehlt. Hast du den Haken gesehen, der die Vorhänge oben hält? Was ist ein Haken? Was ist ein Haken? Naja, ich muss los und etwas suchen, um das zu reparieren, du kleines Mädchen. Kleines Mädchen. So. Dann schauen wir doch mal. Oh, so viele Dinge. Oh, ich behalte diese Pflaster, um Blutungen zu stoppen. Oh, ein Gewalttrauma kann große Auswirkungen auf ein Kind haben und ihr normales Leben radikal verändern.
Zum Beispiel haben Kinder, denen ein traumatisches Erlebnis widerfahren ist, kleine bis große Defizite in einigen Bereichen, wie nahen Personen vertrauen, die Welt als einen sicheren Ort ansehen, Entscheidungen treffen, etc. Wegen dieser Auswirkungen können traumatische Erlebnisse zu verschiedenen Symptomen starker Geisteskrankheit führen. Zum Beispiel anderen Menschen nicht vertrauen oder sich in der Welt nicht sicher fühlen, kann als paranoid eingeschätzt werden. Und das ist das Bild eines Gehirns. Da haben wir Stirnlappen, motorischer Kortex, sensorischer Kortex, Scheitellappen, Hinterhauptlappen und die Schläfenlappen. Nom nom, lecker. Was? Ich kann das gar nicht lesen. Gladys Hanna ist die Krankenschwester, Patientin ist Frambeau. Die Patientin schlief fast die ganze Zeit. Sie wacht nun auf, um etwas zu trinken. Oder nur. Aber ich glaube nicht, dass sie sich daran erinnert. Nachdem sie etwas getrunken hat, schläft sie wieder ein. Sie hatte seit 3 Tagen keinerlei Kontakt mit irgendjemandem. Einige Kinder kamen vorbei und fragten nach, ob sie zum Spielen rauskäme. Was ist das hier? Proteine? Dodeline? Ah, Duotin. Das ist, glaube ich, dieses Mittel gewesen. 8H. Soll das ein Code darstellen? Vielleicht. Ich glaube, hier ist die Medizin, aber es ist abgeschlossen. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Warum hat die Krankenschwester das? Sie will uns alle töten. Ich lasse das lieber so. Ich muss wirklich hier rauskommen. Oh, ach so, na gut, dann mach das zu. Hast du vielleicht recht. Okay, dann ist wahrscheinlich dieser Code einfach nur... Okay, wartet, wir gucken uns das kurz an. Kleine Pflaster, um Wunden zu heilen. Okay, und das hier. Meine Medizin ist da drin, ich weiß es. Ich muss den Code knacken. Okay, dann kann das ja nur... Wartet. A, B, C, D, E, F, G, H, 8. H, I, also 9. 4 und 5. Baba! Die Medizin! Mein Kätzchen sagte mir, sie würde mir helfen. Ja, das wird jetzt lustig, meine Lieben. Dann probieren wir doch mal, ob die Medizin uns hilft. Boah, ist so krass. Ich liebe das Spiel. Das ist so cool gemacht. Pass auf, was du tust. Okay, das ist das Gleiche, aber hier. Hallo, Frau Krankenschwester. Geht es Ihnen gut? Hallo? Können wir das da mitnehmen? Ja, oh. Entschuldigen Sie, Schwester, das könnte sehr nützlich sein. Klein und spitz könnte irgendwo reinpassen. Dann weiß ich, glaube ich, schon, wofür wir das brauchen. Du hast etwas Blut am Mund. Geht es dir gut? Meine Mami hatte auch Blut im Mund. Sie sah traurig aus. Und hier dieses Monster. Raus, gruselige Kreatur. Was bist du? Ah, sag's mir. Du willst mich traurig sehen? Oh, ich schau mal hier raus. Oh, draußen sieht's aber gleich aus. Okay. Ich dachte, da würde sich's vielleicht auch verändern, aber scheinbar nur im jeweiligen Raum. Da wird mir ganz schlecht. Es wird so unklar, das Bild. Krass. Da unten geht's runter. Oh, schläfst du, süßes Häschen? Häschen, wach auf. Bitte, Häschen, wach doch auf. Ich fürchte leider nein. Okay, das ist das Gleiche. Oh, guck mal, das. Oh, sie halten meinen Kopf hoch. Das ist sehr, sehr unangenehm. Oh, ist das mein Kopf? Gib mir bitte meinen Kopf wieder. Geht einfach weg, ihr unheimlichen Kreaturen. Oh, das ist echt übel. Ist hier was Neues? Nee, die Schublade ist leer. Wo ist der Clown hin? Ich hoffe, er ist nicht hier irgendwo. Oh ja, das hoffe ich auch. Ich mag Clowns nicht. Sieht so aus, als wäre er dem Gemälde entkommen. Wer hat es getan? Ja, wer hat sie umgebracht? Ich wünschte, ich wüsste die Antwort. Ich werde sie herausfinden. Ich war es nicht. Nein, auf keinen Fall. Das können Sie ihr nicht sagen. Aber sie muss es wissen. Sie können mich nicht von ihr fernhalten. Der Grund ist mehr als klar, Grace. Nein, ist er nicht. Ich will sie nach Hause bringen, jetzt. Das können Sie nicht. Frans mentaler Zustand ist noch nicht stabil genug. Oh, jetzt ist der Weg weg. Das war scheinbar, um diese kurze Sequenz zu sehen. War das echt? Oh, liebe Tante Grace, ich frage mich, was sie mir zu erzählen hat. Der Doktor hat keine Seele. Ich gehe heute Nacht nach Hause.
Cool. Oh mein Gott, ich freue mich schon so sehr, aber ich muss jetzt einen kleinen Cut machen und dann sehen wir uns aber ganz bald wieder in der zweiten Folge von Fran Bo, auf die ich mich riesig freue. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.